Ubisoft Entertainment. Alex auf dem Bauernhof. Und damit herzlich willkommen bei Radio Stuss. Mein Name ist Colin. Und wir spielen heute dieses wunderbare Spiel. Wir haben hier schöne Optionen. Und die werden auch scheinbar von unserem Alex, das ist der Typ auf der rechten Seite, erstmal schön vorgelesen. Optionen. Gucken wir mal. Lautstärke. Lautstärke haben wir hier und wir haben Hilfe. Hilfe. Oh, das ist natürlich. Lautstärke. Was mir schon mal gefällt, ich habe keinen Zurück-Button. Ich nehme an Escape. Ja, aber das wird natürlich nicht erklärt. Das Team wollen wir nicht kennenlernen. Gut, dann spielen wir doch einfach mal. Ja, wie? Frag deine Eltern, sie helfen dir bestimmt. Mama, hilf mir bitte. Wenn du deinen Namen geschrieben hast, drück die Taste, grün, Enter. Okay, gut. Oh, diese Grafik. Also ich finde, das sieht schon mal sehr geil aus. Das Spiel ist halt für Windows 95 konzipiert, das wollte ich sagen. Oh, großartig. So, erstmal die Kuh gerammt hier. Ja, genau. Wir haben diesen Alex, das ist unser Hauptcharakter, den werden wir auch steuern und der labert generell recht viel, der wird uns wahrscheinlich dann auch ein bisschen nerven und ich bin dann auf der anderen Seite noch dafür zuständig, hier auch möglichst viel zu labern und genau. Und jetzt fliegen wir erstmal in die Baumkrone. Schön. Das ist eine ziemlich große Dings, ne? Wie gerne würde ich mit dir und meiner Familie auf einem solchen Bauernhof leben. Du hast es auch gesehen, nicht wahr? Wenn du mir hilfst, schaffen wir es bestimmt, einen solchen Hof zu bauen. Du wirst sehen, wir werden viel Spaß dabei haben. Siehst du, selbst Miro ist einverstanden. Bist du soweit? Auf geht's! Ja, mal sehen, wie schwer das wird, so einen Bauernhof zu bauen. Habe ich in meinem Leben noch nie gemacht. Ich nehme mal an, das Schwierigste an diesem Spiel war erstmal, das bei Windows 8.1 überhaupt zum Laufen zu bringen. Von daher wird das jetzt nicht so schwer sein. Hier können wir scheinbar dem Hund einen Ball werfen und dann holt er den. Schön. Oh, was ich wirklich gerne tun würde, ist den Bauernhof meiner Träume aufzubauen. Mit deiner Hilfe wird unser Bauernhof zum schönsten der Welt. Meine Familie wird so glücklich sein. Und wir wären die besten Bauern in der ganzen Welt. Aber bevor wir anfangen, müssen wir zu Papa. Ich frage mich, was mit Miro los ist, meinem Hund. Ja, der Hund steht da. So, der Hund läuft gerade von alleine. Das gefällt mir gut. Ich muss nichts machen. Hey, Paps! Hallo, Alex. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich habe gehört, dass du den Bauernhof deiner Träume bauen möchtest. Hey, Miro wird ja ganz blau. Kannst du das sehen? Miro ist blau geworden. Im ganzen Spiel wirst du auf blaue Gegenstände oder Personen treffen. Genau wie Miro. Wenn du möchtest, dass mein Hund Miro seinen neuen Trick vorführt, dann musst du ihn zuerst auswählen, indem du auf Blau Leertaste drückst. Los, probier's aus! Okay, drücken wir mal auf Blau-Leertaste. Mein Hund Miro. Siehst du? Mein Hund Miro erscheint auf der grünen Tafel am oberen Bildschirmrand. Du hast ihn ausgewählt. Glückwunsch! Wenn du jetzt Miros neuen Trick sehen möchtest, dann drücke auf Grün, Enter.
Okay, ich möchte jetzt auf jeden Fall sehen, wie dieser richtig geil animierte Hund einen Trick macht. Na los, Miro, fang an! Ja, Miro, guter Junge. Das war brillant. Zeig mir, was du kannst, Miro. Fang den Ball. Und er rennt weg mit der Orange. Sehr schön. Du hast den Ball gut geworfen, Alex. Du bist sehr clever. Wirklich gut. Danke, Papa. Wir müssen uns auch bei dir bedanken. Du warst toll. Danke. Wir werden bestimmt eine Menge Spaß zusammen haben. Du wirst sehen. Ich weiß, dass wir viel entdecken werden, weil ich das Handbuch dabei habe. Es enthält Bilder von allem, was du hier auf dem Bauernhof tun kannst. Sieh's dir an. Okay, gucken wir mal. Hast du das gesehen? Hier ist gerade ein Bild von Miro erschienen. Das kommt, weil wir mit Miro und dem Ball gespielt haben. Und am allerbesten ist, wenn du alles gesehen hast, kriegst du ein echt fantastisches, einmaliges, spitzenmäßiges Diplom. Da sind wir wieder. Und vergiss nicht, du kannst das Buch jederzeit öffnen, indem du auf die Taste Orange Tab drückst. Du wirst sehen, das Buch ist wirklich klasse. Es kann dir unglaubliche Dinge zeigen. Ich habe gerade schon mal in dem schönen Mini-Handbuch, Alter, diese Grafik, im Mini-Handbuch, im Spielhandbuch, so heißt es offiziell, nachgeguckt, wie man rennt. Sehr schön. So, und wir können jetzt hier hinrennen und da brennt, da blinkt jetzt dieser Felsen. Cool. Ein Felsen. Hey. So, jetzt können wir noch hier hinspringen. Ein Felsen. Ha. Das hat uns aber irgendwie nicht viel gebracht. Ein Felsen. Naja. Hep. Ein Schwimmreifen. Gut, jetzt können wir hier so rumschwimmen. Sehr schön. So, die Ente, die lassen wir mal in Ruhe. Ich würde sagen, wir können jetzt hier erstmal wieder raus. Oh, wir können hier im Wasser auch sprinten. Ist ja wie in echt. Die Leiter kommt. Gut, dass wir zur Leiter gehen, um dann einfach so rauszugehen. Hey, Alex, komm mal her zur Bank. Ich habe dir deinen Eimer und die Angelrute mitgebracht. Gut, wir können jetzt hier angeln gehen, aber ich würde sagen, wir rennen jetzt erstmal hier rum. Wir könnten den Papa jetzt ansprechen. Was können wir hier machen? Die Tür zum großen Apfelbaum. Wollen wir da mal hingehen? Ich würde sagen, wir gehen da jetzt einfach mal rein. Von hier aus sehe ich 6 Äpfel, die reif sind und gepflückt werden müssten. Wir müssen alle 6 pflücken. Ein Eimer. Ein Apfelbaum. Ja. Und 1 und 2. Mit einem Apfel ist man dabei. Und 3 und 4, das sag ich dir. Gut, Skill haben wir scheinbar auch. Ein Eimer. Ein Ab. Alter. Und 5 und 6, ich habe ihre 6. Oma! Ich hole sie später und mache leckere Torten davon. Du wirst schon sehen. Ja! Ein neues Bild. Du weißt ja, wenn alle... Du scheinst ja heute in Bestform zu sein.
Du kannst es bestimmt kaum erwarten, auf dem Bauernhof zu spielen. Du kannst dort Gebäude errichten, Gemüse pflanzen, die Tiere füttern und vieles mehr. Eine Haustür. Oh nein, das Eichhörnchen hat sich ins Wohnzimmer verlaufen. Wir machen jetzt mal ein Fenster auf. Auf Wiedersehen, kleines Eichhörnchen. Ja. Gut gemacht. Wir haben ein neues Bild. Hey, der Tresor ist ja leer. Warum kennt der Bub den Code? Der Safe. Oh, ein Teil meines Zugs. Aber wo sind nur die anderen Teile? Ich brauche eine Menge Zutaten, um unser Abendessen zuzubereiten. Ich brauche Kürbisse, Karotten, Blumenkohl und Maiskolben. Du kannst zu deinem Vater in den Garten gehen, wenn du möchtest. Er kann dir zeigen, wie man mit dem Traktor Gemüse aussät. Nimm die Tür bei der Küche und folge einfach den Schildern. Sie führen dich direkt zu Papa in den Garten. Das klingt ja nach einer guten Idee. Wenn man ein paar Zutaten nicht hat, dann pflanzt man sie einfach an und dann sind sie am gleichen... Was? Die Badezimmertür. Dann sind sie am gleichen Tag auch noch direkt erntereif. Hui. Da haben wir die Wanne. Da können wir wahrscheinlich jetzt ein Bad nehmen. Was können wir hier machen? Na, wir können aufs Klo gehen. Okay, ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal ein Bad. Das ist ja wie Sims hier. Das ist ja ein Stück, das zu meinem Zug passt. Bruder, sag nicht, dass in der Toilette jetzt auch so ein Ding ist. Die Toilettenschüssel. Da dachten sich die Entwickler wohl, lass mal irgendeine Funktion einfach mal einbauen. Das Waschbecken. Okay, toll. So, dann müssen wir uns erstmal stylen. Ja, ich bin's, der einzig wahre Funky Alex. Häuptling Alex, grüß dich. Durstiger Büffel. Was können wir hier noch machen? Wir können bestimmt auf dem Bett rumhüpfen. Ja. Yippie! Okay, was können wir noch Gutes anstellen? Ich würde sagen, wir machen einfach mal alles, was man machen kann, weil ich möchte hier nicht mehrmals durchlaufen. Das ist ja ein Stück, das zu meinem Zug passt. Mit all den Haaren ist es ganz schön schwierig. Uff! Na also! Ei, schau da! Die Lokomotive meines Zugs! Sarahs Bett! Yippie! Ein Kleiderschrank! Ah, da bist du ja! Los, Mikesh! Komm raus da! Du bist frei! Ja! Fantastisch! Ein neues Bild! Fantastisch! Du weißt ja, wenn alle Bilder in deinem Handschuh. Ja, das weiß ich gut. Eine Sonnenblume.
Gießkanne. Ich wette, die wächst jetzt einfach direkt. Oh weh, die hat ganz schön Durst, meine Sonnenblume. Hey! Oh, neues Bild, oder? Ja. Super. Schau nur, da ist ein neues Bild im Buch. Aber bestimmt ist im Kühlschrank noch irgendwas von der Lok. Oder von dem Zug halt. Noch ein Stück von meinem Zug. Vor allem, da ist nichts drin. Das ist ja wie ein Puzzle. In diesem Kühlschrank ist nichts drin, weil alle Zutaten werden einfach direkt angepflanzt. Aber der Zug ist drin. So, brauchen wir eigentlich gar nicht zumachen, oder? Können wir auch. Ah, okay. Katzennapf. In diese Schale schütten wir die Milch für Mikesh. Er scheint sehr hungrig zu sein, aber wir haben keine Milch mehr. Wenn man auf einem Bauernhof Milch braucht, muss man wohl die Kühe melken. Okay. Aber damit ich Kühe melken kann, muss ich vorher einen Kuhstall bauen, nicht wahr? Ja. Okay, wir müssen also einen Kuhstall bauen. Also die Musik finde ich auch schon mal super toll. Gefällt mir echt gut. Alter, die Vogelscheuche, ey. Erinnerst du dich? Wenn du laufen willst, musst du auf die Taste Gelb, Umschalttaste drücken. Aber vergiss dabei nicht, mich mit den Pfeiltasten zu steuern. Okay, da drüben sind Kühe, hier haben wir Pferd, Huhn und Labyrinth. Und noch irgendwas oder so, oder... Nee, okay. Okay, doch, da ist noch der Garten. Gut, natürlich die Frage, was machen wir zuerst? Ich würde sagen, wir bauen jetzt als erstes mal den Kuhstall. Warum auch immer wir da als Kind jetzt dafür zuständig sind, aber wir machen das jetzt mal. Sehr schön. Die Tür, die zum Kuhstall führt. Hier bietet sich an, um einen Kuhstall zu errichten. Gut, dann fangen wir mal an. Also das sieht schon mal aus wie das große Tor, es ist halt nur ein bisschen kleiner. Jawohl, gut so. Aber du ich glaube, ein Bauteil ausgewählt. Das ist nicht so das Problem. Such jetzt den Teil des Gebäudemodells, der dem Bauteil. Ah nee, das passt nicht. Das muss auf die andere Seite. Gut, das ist super. Du hast das erste Bauteil platziert. Weiter so. So, das ist erstmal das Einfachste. Was haben wir denn hier? Das könnte sein. Nee. Hier sollte ich das Bauteil wohl besser nicht absetzen. Das Sehr war schön. Die richtige Stelle. Klasse. Sehr gut schön. Gewählt. Alter, das sieht ja echt alles gleich aus. Wie soll das ein Kind hinkriegen? So, weiß, diese Tür und sowas. Nee, hier kann es nicht sein. Gut gewählt. Okay, da haben wir auch wieder so ein weiß, so eine Dings. Das kann nur hier sein. Gebaut. Donnerwetter, dieser Stall ist so gut geworden, dass sich die Kühe fühlen müssen wie in einem Schloss. Ja, fantastisch! Ein neues Bild. Wenn wir jetzt die Tür auswählen, können wir in das Gebäude gehen und sehen, was darin ist. Wenn du das Gebäude lieber wieder einreißen und neu bauen möchtest, dann wähle einfach nochmal das Schild. Also, wir müssen tatsächlich alles in allen Schwierigkeitsgraden machen. Super. Die Tür zum Kuhstall. So, das wird wohl der Opa sein und sein Eimer. Guten Tag, Alex. Du kommst gerade recht. Tag, Opa. Wie sieht's aus? Ich verstehe das nicht, Alex. Wie du siehst, kann ich die Kühe nicht melken. Der Melkeimer spielt verrückt. Er bewegt sich von selbst. Kannst du mir helfen, das zu verstehen?
Ja, das können wir machen, aber erst in der nächsten Folge.